Grüße gehen raus, meine lieben Zuschauer. Excellent, neues Spiel auf meinem Kanal. Ich bin's, der Ralf. Grüße gehen raus. Checkt doch mal in Discord, würde mich freuen, wenn ihr mal Hallo sagt. Das Spiel Excellent, Englisch für Unfall. Das bedeutet, im Spiel werden wir uns hauptsächlich mit Unfällen beschäftigen. Das bedeutet, sowohl als im Rettungsdienst, als auch bei der Rekonstruktion des Unfalls. Ich habe dieses Spiel so noch gar nicht gespielt, habe das wirklich gerade hier angemacht und dachte mir, das erste Erlebnis mit euch zusammen. Finden wir mal raus, wie es so ist. Und ich hoffe, ihr habt Bock drauf und wir schauen uns das Ganze mal an. Wir haben hier die Profile oben links, dann haben wir hier Optionen auf dem Computer, eine VR-Headset, dann haben wir hier die Unfälle, ein Handy und hier gibt es eine Nachricht. Die lesen wir mal. Hey, willkommen zurück. Hoffe, du hast einen schönen Urlaub. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet auch einen schönen Urlaub. Während deiner Abwesenheit haben wir mit einem neuen Projekt begonnen. Es heißt Roadside Heroes und handelt von Menschen, die selbst einen Autounfall hatten und dennoch anderen geholfen haben. Wir haben in der Zwischenzeit eine große Menge Daten erfasst, in Klammern zum Glück ist alles sortiert und ordnungsgemäß abgelegt. Deine Aufgabe ist es nun herauszufinden, was genau nach jedem Unfall passiert ist. Keine Sorge, dank dieser brandneuen Software und einem VR-Headset ist es nicht so langweilig, wie es sich anhört. Puh, da bin ich ja mal froh, dass das hier nicht so langweilig wird. Du musst einfach nur die CD, in Klammern, ich weiß, altes Zeug, nicht, in deinen Laptop legen, die Software aushören und das VR-Headset anlegen. Von da an kontrollierst du unseren Helden von dem Moment an, in dem sie am Unfallort ankommen. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Danke, ich auch nicht. Das ist aber eine tolle Nachricht. Aber wenn das nicht cool ist, weiß ich auch nicht mehr. Alter, bitte, das ist ja der coolste Shit auf Planet Earth hier. Die Akten befinden sich bereits auf deinem Schreibtisch. Das ist ja ein Traum hier, ein überragender Job, den ich hier mache. Übrigens ist das erste Szenario ein Tutorial. Ich kann dir nur empfehlen, damit zu beginnen. Viel Erfolg, Mark. Ich kenne Mark überhaupt nicht. Who the fuck is Mark? Wenn ihr Mark seid, schreibt es mir in die Kommentare. Danke für die nette Nachricht. So, das bedeutet, ich denke mal, Unfälle wird es sein. Und wir haben den Virtual Crash Test Labor Tutorial. Das ist ja auch eine tolle Beschreibung. Was haben wir denn hier? Den Test, das ist wir sind im Jahr 2031. Okay, Future is now. Auch 11:45 Uhr, tolle Uhrzeit. Testsubjekt Dummy. Finde ich gut. Wir starten die Simulation mit der CD. Das ist halt wirklich oldschool, ne? Schön hier rein in das Ding. Ja, aber schön aufgemacht. Ja, das gefällt mir. Oh, die Brille ist aber auch recht sauber. Ich habe eine VR-Brille. Habt ihr es gerade gesehen? Das Ding war ja wie geleckt. Meine ist ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, gebrauchter, ohne da ins Detail gehen zu wollen, warum das so ist. Natürlich durch das viele Beat Saber spielen, logisch. Geht nicht so schnell davon aus, dass jemand bereits tot ist. Dies kann nur ein Arzt feststellen. Okay, holy fuck, was passiert hier gerade? Okay, fahren wir echt gegen das Ding gerade? Wir haben gebremst. Das, was? was ist denn hier gerade passiert? Gut, okay, das Interface ist groß. Wir haben oben links Notruf anrufen. Rufen Sie Notrufzentrale an, schalte die Warnblinkanlage ein. Und mir wird hier vorne gerade anscheinend gezeigt, wie das geht. Also wir haben hier unten das Smartphone. Das liegt da. Ach stimmt, das sehe ich ja fast gar nicht. Aufheben. Okay, ich habe das Smartphone. Rufen Sie die Notzentrale an. Drücke ich mal die 1. Wir haben unser Telefon. Er wählt automatisch, das ist sehr praktisch. Ja, Vorsicht, Telefonat. Hallo? Hallo? Danke für den Anruf. Ich werde dich durch dieses Tutorial führen. Weitere Anweisungen findest du auf deinem Videobildschirm. Okay. Krieg ich hin. Bei allen Unfällen ist es ihr oberste Priorität, die Notrufzentrale so schnell wie möglich anzurufen. Das sollten wir hinkriegen. Das war alles. Ich habe dich jetzt angerufen und gut. Dann geht's weiter. Schalte die Warnblinkanlage ein. Das ist hier in der Mitte. Konsole, Warnblinker. Lösche das Feuer. Oh Gott, da vorne brennt's. Okay, oben rechts in der Ecke. Ne, warte mal, was? Oben links, lösche das Feuer. Okay, dann gehen wir mal raus. Das ist ja mal. Das Auto sieht aber auch mies aus, ne, hier. Holy shit, ey. Das Warnschild oben rechts wird angezeigt, wenn etwas oberste Priorität hat, zum Beispiel ein Feuer. Ja, es brennt, habe ich mitbekommen. Da ist ordentlich die Kiste am Brennen. Wo ist denn das Feuer jetzt? Da ist das Feuer. Lösche das Feuer. Ist ein Lagerfeuer. Okay, gut. Dann gucken wir mal. Ich laufe mit WASD, sagte mir gerade. Sehr gut, mit Shift renne ich, sehr gut. Jetzt habe ich soweit alles im Griff. Jetzt würde ich gerne wissen, wie ich das Feuer lösche. Das war also nur die Bewegung. Ah, ich glaube, die Pfeile. Ich meine, die Pfeile sind auch ja nicht gerade klein, ne? Hätte ich ja auch drauf kommen können. So, was haben wir denn hier? Wir holen uns den Feuerlöscher aus diesem Future-Gerät raus. Bading, Alter, raus damit. Feuerlöscher aufheben. Oh, habt ihr gesehen? Der hat auch diesen PSI, diesen Druck, diese Druckanzeige da drauf. Sehr gut. Und dann machen wir mal hier einen auf Feuerwehrmann, ne? Löschen. Lösche ich überhaupt richtig? Muss ich da drüber, drunter? Ah ja, im Übrigen, wenn ihr bei diesem Spiel mir Tipps geben wollt, wie man das zu spielen hat oder wie das tatsächlich realistisch gehandhabt wird, gerne damit in die Kommentare. Würde ich mich wirklich freuen über euer Feedback. So, markiere den Unfallort Warndreieck. Okay, dann nehmen wir uns das Warndreieck.
drücke die ganze Zeit E, weil ich immer denke, ich muss es mit E aufheben. Befolge bei der Hilfestellung immer die folgenden 4 Schritte. Rufe Hilfe, sichere den Unfall ab, bewerte die allgemeine Lage, hilf den Opfern. Ist schon sehr realistisch gehalten. Warndreieck. Die Opfer da drüben. So, einmal da hinstellen. Schalte den Motor im roten Wagen ab. Ach stimmt, die hatten wahrscheinlich... Das simuliert der Crew. Ach, jetzt schnalle ich das erst hier. Das Ganze ist nah. Der Reif braucht ein bisschen länger. So, wir müssen also in das Fahrzeug rein. Ich weiß nicht, macht man das wirklich am Unfallort? Gut, wenn der Wagen läuft. Ich höre das aber nicht, dass der Wagen läuft, ne? Da habe ich jetzt kein Signal so irgendwie auf dem Ohr, dass ich merke, dass der Motor noch läuft. Boah, ich bin aber behäblich unterwegs, ne? Autozündung ausschalten. In der unten linken Ecke des HUDs siehst du Symbole, die alle Opfer mit ihren jeweiligen Gesundheitsstaaten... Wenn eine Gesundheitsbalken O erreicht, also 0, stirbt diese Person und das Szenario endet mit einem Misserfolg. Dies zählt nicht, wenn das Opfer vor deiner Ankunft bereits tot war. Ja, das wäre schon mal heftig. Um zu wissen, welche Gesundheitsbalken zu den bestimmten Opfern gehören, musst du das Opfer erst untersuchen. Okay. Alles klar. Prüfe den Zustand aller Unfallopfer. Dann gehen wir mal zu unseren Opfern. Wir gehen erstmal zu der Person, die hier liegt. Dummy überprüfen. Holy shit, ey. Also, auf Bewusstsein prüfen. Schüttel sanft die Schulter. Hallo! Aufwachen! Hallo! Entschuldigung. Hallo! Aufwachen! Ja, okay, da ist... Ich hab viel und sanft geschüttelt. Also, da ist aber Bewegung jetzt hier im Dummy, ne? Ich glaube, ich habe zu oft geklickt. Ja, entspann dich mal wieder. Du kannst wieder aufhören mit dem hier. Ja. Oh Gott, ey. Hallo, komm ich hier wieder raus? Okay. Ich gehe nochmal zum Dummy. Der ist auf jeden Fall schwer im Move. Ich glaube, ich habe ihn auf Bewusstsein überprüft. Muss ich das bei dem jetzt auch machen? Und ich habe gerade, ich kann einen nach dem anderen verarzten. Hier schütteln wir nur einmal. Sir, können Sie mich hören? Oh, Sir, ey. Nochmal. Sir! Okay, also irgendwie kommt da kein Feedback. Ich habe mit der linken was... Ach so, warte mal. Was war das denn hier? Was zeigt er mir gerade an? Ich schaue mir das nochmal kurz an. Ich muss hören, ob da eine Atmung vorhanden ist. Aber da kann ich gerade Bewusstsein prüfen. Ah, ich muss da draufbleiben. Ich habe nur einmal angeklickt. Hallo? Atmung? Hallo? Ich höre da nichts. Also bei dem Dummy würde ich sagen, höre ich nichts. Wir gehen mal ganz kurz auf die Option Audio und ich mache in der Effektlautstärke mal viel höher. Ich hoffe, uns blastet jetzt die Ohren nicht weg. Da habe ich es mir noch schwer move hier. Okay, ich... Ja, okay. Puh. Oh, boah, Alter, schaut die Wunden an. Erstmal hier Atmung. Ah, jetzt höre ich was. Guck mal, schon viel besser. Das ist doch ein bisschen sexuell hier, dieses Geräusch, ne? Also bitte nicht falsch verstehen, aber hat schon irgendwie auch... Naja, okay, so viel dazu. Eine Wunde! Die kann ich jetzt wieder nur einmal anklicken. Okay. Wenn du einen Fehler machst, kannst du die Zeit auf deine vorige Stufe zurückspulen. Stimmt, mit R konnte man zurückspulen. Halte dazu die Rückspultaste gedrückt und nach einer Weile siehst du... Ich glaube, das war R. Warte dann, bis die Zeit wieder auf die gewünschte Stufe zurückgekehrt ist. Lass dann die Taste los. Okay. Das heißt, das Spiel gibt mal die Chance, meine Fehler wieder aus... Wo bin ich denn jetzt? Oh no. Haha, okay. Ich bin wieder im Fahrzeug. Habe ich verstanden. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Ja, ich habe den vielleicht ein bisschen zu sehr geschüttelt und angeschrien. Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Ja, habe ich verstanden. So, wir machen erstmal schütteln. Ah ja, halt. Länger drücken. Atmung. Wunden überprüfen. Nächste Person, wie sieht's hier aus? Hallo, Sir. Sind Sie am Start? Atmung? Da ist der Rip, Alter. Deswegen habe ich auch nichts gehört vorhin. Ah, der Dummy ist leider Rest in Peace, ne? Opfer, die nicht atmen, sollten immer oberste Priorität haben, solange du ihnen natürlich helfen kannst. Let's go, Alter. Natürlich kann ich ihm helfen. Erste Hilfekasten mitgebracht. Ich würde sagen, der muss da drüben sein, in diesem Ding. Ich habe schon ein bisschen Panic Mode. So. Einige inaktive Interaktionen können durch andere Aktionen aktiviert werden, zum Beispiel durch das Aufnehmen eines Werkzeugs. Jo, ich habe die 2. Gib mal Handy weg hier. Tu mal Handy weg, Ralf! Taste 2. Ja, so, ich gehe jetzt erstmal wieder dahin wahrscheinlich. Ah, okay, das ist genau. Ich habe gar nicht, ich muss in die Hand nehmen. Handschuhe anziehen.
dann Atemwege. Boah, das ist laut. Okay, 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 okay. Wir gehen wieder ein bisschen runter mit den Soundeffekten. Ich dachte, ich muss es laut haben, aber wie gesagt, es war vorhin eher so nur ein Fail, weil die Person nicht geatmet hat. Okay, wir checken den Koffer. Ich habe die Handschuhe schon an, Atemwege frei machen. Da muss ich jetzt wieder zum Dummy, oder? Okay, ich kann hier scrollen. Atemwege frei machen. Kopf über. Ah, es ist wirklich wie Erste Hilfe, ne? Damals hier bei mir in der Fahrschule. Sauerstoffmaske anlegen. In der Hand. Das heißt, ich kann jetzt die hier anlegen. HLW ausführen. Was ist denn... Leute, in die Kommentare, wofür steht HLW? Weiß ich nicht. Herz-Lungen-Wieder-Hilflaufswerk? Ich weiß es nicht. Okay, let's go. Holy shit. Eine Herzmassage bei einem Erwachsenen. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Muss ich nicht. Achso, ich habe ja beatmen, macht der Bruder. Neuer Highscore, let's go, Alter. Ich bin schon gut. Künstliche Beatmung, let's go. Ist wieder hier so ein Ding? Okay, was mache ich hier gerade? Ich muss da mit der Maus hoch und runter. Nee, okay. Das ist ja auch weird, ey. Hoch, runter. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Atmung prüfen. Da atmet nichts. Da ist immer noch keine Atmung. Oh, Leute. Oh, oh. Was war jetzt los? Was passiert denn jetzt hier? Warum liegen da jetzt Autoteile rum? Muss ich den jetzt reparieren mit Autoteilen? Sammle alle Hinweise. Ordne die Ergebnisse in der richtigen Reihenfolge zu. In dieser zusätzlichen Phase besteht eine Aufgabe darin, relevante Beweise zu sammeln und herauszufinden, was... Danke, Text. Okay. Man sieht's hier. Sammle alle Hinweise. Platziere diesen Beweis an die erste Stelle. Also, die haben hier Zahlen. 2, 3, 4. Okay, mit F soll ich die Reihenfolge sortieren. Also 1. Ich meine, da sind Zahlen daneben. Ich hoffe, ich mache das richtig. Hinweise gefunden. Sehr gut. Yes, Erfolg! Let's go, Leute! Dummy, das ist nur ein Dummy, ist tot. Ja, Entschuldigung, der war, das, also ich habe mir Mühe gegeben. Was, sind beide tot? Oh Gott, Leute, habe ich das verkackt. Aber da steht Erfolg. Beide Dummy sind tot, Erfolg. Nee, aber gut. Geh nicht so schnell davon aus, dass jemand bereits tot ist. Dies kann nur ein Arzt feststellen. Auch ein sehr guter Hinweis. Ja gut, die beiden Dummies waren also noch nicht tot. Das war jetzt nicht ich so. Okay. Szenario wird wieder in die Dokumente gepackt. Das war schon mal gut. Und mein Telefon vibriert. Es ist wieder der Marc, der will wieder irgendwas von mir. Hallo, nachdem du das Tutorial beendet hast, kannst du mit ernsthaften Aufgaben beginnen. Amy hat 2 Fälle vorbereitet, die du nun lösen kannst. Vergiss nicht, dass du bei etwaigen Problemen jederzeit das Tutorial wiederholen kannst. Marc ist ein netter Typ, also muss man wirklich sagen. Er kommt immer mit guten Informationen um die Ecke. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum ersten Unfall. Ein schwerer Fehler. Und das andere war Schneesturmeinsatz. So, Provinz in Teramo, Italien. September 2012. Ich frage mich, warum die Szenarien verschiedene Zeiten haben. Und der Ersthelfer ist Felice Giordano. Opfer ist Arisotto. Ach du, was ist das? Hallo? Jo, läuft. Dann starten wir doch mal die Simulation. Der Name war ja echt auf jeden Fall. Also die Opfernamen waren schon echt abgefangen. Manchmal enthält eine Beschreibung eine interaktive Maßnahme Hinweis darauf, wie sie aktiviert werden kann. Puh, der Unfall sieht mies aus. Viele, viele Bäume auf der Straße. 3 Fahrzeuge involviert, soweit ich sehe. Bin ich mal gespannt, ey. Und ich komme anscheinend immer als Ersthelfer an diesen Unfallort. Wow, das ist mies, ey. Okay, wow, Alter, das war knapp. Habt ihr gesehen, der hat da auch schon Holzstämme hinten drauf. Aber schöne Gegend hier. Italien halt, ne? Aber wie schnell fahre ich denn? 40? Ah, ich bin nicht so schnell. Steinschlag, Vorsicht. Oh, da ist der Unfallort. Alter, ganz ehrlich, der LKW hat doch gerade die Baumstämme verloren, der an uns vorbeigefahren ist. Telefon. Wir wissen, wir müssen erstmal anrufen. Das haben wir im Tutorial gelernt.
Hallo, ich bin's, der Ralf. Unfall, Italien, Baumstämme. Danke, der Krankenwagen ist unterwegs. Bevor Sie mir weitere Informationen übermitteln, stellen Sie sicher, dass der Bereich sicher ist. Alles klar. Jetzt frage ich mich nur, wo kriege ich mein Warndreieck her? Habe ich meinen Motor... Ah, ich muss den Motoren ausschalten. Unfallstelle sichern. Okay, hier. Kofferraum. Da ist mein Erste-Hilfe-Kit, ein Feuerlöscher, Warndreieck. Okay. Schnell dahinter laufen. Ist auch gut so, wie ich das mache. Das ist auf jeden Fall weit genug entfernt. Ich glaube, es ist ein Warndreieck. Unfallstelle muss ich auf der anderen Seite auch sichern. Ich gehe mal schwer davon aus. Ich glaube... Ah ne, springen geht nicht. Oder kann ich hier außen rumlaufen? Nee. Ich denke... Oder habe ich noch einen zweiten Spot verpasst? Schauen wir mal. Ich habe aber nur dieses eine Warndreieck hier im Fahrzeug. Jetzt frage ich mich, kann ich bei dem, was im Kofferraum... Eingeklemmt. Verschlossen. Öffnen. Holy shit, Alter! Autozündung ausschalten. Das Ausschalten des Motors verhindert, dass es zu einem Kurzschluss kommt. Okay, jetzt frage ich mich, wie komme ich hier rüber? Springen ist nicht. Also das mag das Game hier nicht. Ich mag hier nicht drüber springen. Wie komme ich denn dann zu den... Also normalerweise das Leertaste, oder? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Gameplay. Ergebnisse ordnen, laufen. Es gibt kein Springen. Das triggert mich gerade ein bisschen. Warum kann ich da nicht einfach drüber springen? Holy fuck, die da drüben. Okay, ich bin immer noch bei Unfallstelle. Guck mal, da reife ich schon ein bisschen lost. Nach den ersten zwei Minuten liegt aber auch daran, dass ich da nicht rüberspringen kann. Gibt es hier Zeit zurückspulen? Ich glaube, ich werde ein bisschen erkunden. Und hoffe, dass ich hier irgendwo einen Weg finde, hier rüber zu kommen. Weil ich brauche auf jeden Fall ein Warndreieck. Weil hier steht Unfallstelle 1 von 2. Schauen, ob ich an dem Fahrzeug noch irgendwelche Türen aufkriege. Verschlossen. Verschlossen. Das ist echt ein mieser Unfall, ey. So, dann ist bei mir hier noch was am Fahrzeug. Ich schaue nochmal. Wie gesagt, man kann ja zurückspulen, falls ich den Einsatz nochmal machen muss. Das ist zumindest ein bisschen entspannter. Einsteigen, eintreten. Schalte den Motor, alle Fahrzeuge ab und Unfallstelle. Warum ist das denn ein Holzklotz? Pff, natürlich, Alter. Jetzt sagt nicht. Ey, ist dein Ernst, ey? Ich kann einfach dieses riesen Ding wegbewegen. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe damit gerechnet, dass ich da drüber hüpfen kann, aber das doch nicht. So, auf jeden Fall gleich mal die Fahrertür öffnen. Zündung. Fahrertür öffnen. Ey, ich meine, das mit dem Unfallszenario ist schon ganz schön heftig hier gerade, ne? Unfallstelle. Ich hoffe einfach, dass ich hier... Also ich meine, macht man das wirklich? Ein Warndreieck bei irgendjemand aus dem Auto rausholen? I don't know. Aber wir tun es anscheinend hier in dem Spiel. Ich meine, es ist logisch. Man muss den Unfallort sichern. Von daher bin ich schon dabei, ey. Gut, versuche Sie genau herauszufinden, wo Sie sich befinden. Probieren Sie Ihr GPS aus, wenn Sie eins haben. Ich habe, glaube ich, kein GPS. Zumindest sehe ich das nirgendwo. Stelle die genauen Dinge schon. Ah, okay. Da muss ich ins Fahrzeug rein. Ist das eine coole Reihenfolge? Ich das nicht gleich am Anfang machen können. So, mal gucken, ob mein GPS mir irgendwas sagt hier im Auto. Ich gehe auch ganz schön mit Bedacht vor. Navi-Ort prüfen. Vermeide bei der Angabe deiner Standards-GPS-Koordinaten, da diese ungenau sein können. Verwende stattdessen lieber Straßennamen und Entfernung. Überprüfen Sie nun den Zustand der Opfer. Alles klar. Vielen Dank, ich werde die Informationen an seinen Täter weiterleiten. So, wie sieht's denn hier aus? Okay, schütteln. Achso, erstmal... So, nach unten, nach oben gucken. Der ist hier eingeklemmt. Das ist auch echt mies hier, ey, oder? Mit der Wunde. Atemwege freimachen. Wow. Atmung. Okay, er atmet. Puh, er atmet. Das ist schon mal gut. Gehen wir gleich mit zum nächsten Auto. Die scheint hier hinten drauf gefahren zu sein. Auch hier, schütteln. Ma'am, können Sie mich hören? Hallo, die Dame, hallo. Ich sehe sonst hier weiter nichts. Atmung überprüfen. Komme ich gerade nicht hin. Ich habe hier keine weitere... Ah ja, hier. Hier ist noch was. Sicherheitsgurt lösen. Atemwege freimachen. Und Atmung hören. Sie atmet auch sehr gut. Dann die letzte Person hier. Schütteln. Können Sie mich hören? Oh, das sieht nicht gut aus. Eine Wunde. Gebrochenes Genick, Alter. What the fuck?
Also da brauche ich die Atmung nicht mehr überprüfen, Leute. Wow. Also das ist schon... Ich hätte nicht gedacht, dass ich so eine Info bekomme mit... es tut mir leid. Was stand da? Prüfe inzwischen alle... Es gibt noch mehr Unfallopfer. Wen habe ich denn übersehen? Ist da noch eine Person? Verschlossen. Ist irgendwo noch eine Person? Ach du Scheiße, hier. Wow, Alter. Boah. Sanftes Schütteln, ja. Gebrochenes Skelett. Alter Schwede, ey. Wie heftig, Alter. Gut, nach dem, was sie mir gesagt haben, müssen sie in erster Linie dem Mann im SUV helfen. Alter, das ist ja krass hier mit dem gebrochenen Genick, ey. Das ist heavy, ey. Das geht schon mir so ein bisschen an die Nieren gerade, auch wenn es nur ein Game ist. Das ist heftig, ey. Erste-Hilfe-Kasten wird gebraucht. Wenn er es am Ast hängt, schneiden sie ihn ab. Ziehen sie... Was? Wenn er am Ast hängt, schneiden sie ihn ab und ziehen... Okay. Was brauche ich? Erste-Hilfe-Koffer, hat er gesagt, ne? Etwas Scharfes. Achso, mein Werkzeugkasten. Shit. Zum Glück bin ich so gut ausgerüstet, ey. Ah, ich kann die gleich alle mitnehmen, sehe ich gerade. Sehr gut. Ein Cutter habe ich jetzt dabei? Okay. Was muss ich jetzt hier? Nein, ich habe die falsche. Hier, ich will den Cutter haben. 3. Ich will nicht den Feuerlöscher in der Hand haben. Nicht schließen. Nein, Schwachsinn. Ich muss jetzt hier mit dem Cutter ran. Ich kann mit dem Mausrad den Cutter nicht auswählen. Muss ich die Gegenstände doch wieder ablegen? I don't know. Habe ich jetzt den Cutter in der Hand? Ich gehe dann mal vor. Oh Gott, der Mann in dem Auto, dem geht's nicht gut. Seht ihr das? Okay. Ich schneide mit einem Teppichmesser den Ast ab. Okay. Hardcore, ey. Ohne Scheiß. Das ist echt krass, das Game. Das hätte ich nicht erwartet, ey. Gebt mir mal Feedback, was ihr davon haltet. Also mich schockiert das gerade ein bisschen. Ich dachte so, ich gehe spaßig ran, aber das ist intensiver, als ich dachte. Es macht mich ein bisschen nachdenklich so. Ah ja, Erste-Hilfe-Kasten habe ich dabei. Meine Handschuhe anziehen. Dann ist die Frage, wie kann ich hier jetzt ran hier an den Bruder, ey. Wo ist mein Erste-Hilfe-Kasten? Da. Dann natürlich erstmal die Handschuhe anziehen. Dann Kleidung in der Nähe der Wunde entfernen. Hemd ausschneiden. Boah, Alter, alles klar. Ist also nichts für schwache Nerven. Die Wunde mit Fremdkörpern verbinden. Was? Die Wunde um den Fremdkörper verbinden? Nicht die Wunde mit Fremdkörpern verbinden. Druck auf die Wunde ausüben. Puh, ey. Das war krass soweit, ey. Da ist der Krankenwagen. Auch mit getönten Scheiben, nicht schlecht. Krankenwagen ist da. Unfallursache feststellen. Also, sammle alle Hinweise. Soll ich jetzt einen Baumstamm einsammeln oder was? Aristo wendet kurz vor der Unfallstelle. Dabei verliert er jedoch die Kontrolle und prallt gegen einen Baum. Das ist der Fahrer bestimmt von dem Fahrzeug. Sind die Personen jetzt noch im Fahrzeug? Nein. Also jetzt geht es wirklich rein um die Unfallstelle. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der LKW, der uns entgegenkam, mit den Baumstämmen die Baumstämme verloren hat. Eine Broschüre. Ungesicherte Baumstämme fallen von einem Anhänger. Jupp, das war mir fast klar. Und die sind dann auf das Fahrzeug. Boah, das war... Also die beiden hier, ey. Heilige Scheiße, ey. Einer der Baumstämme prallte gegen ein dahinterfahrendes Auto. Ein Ast... Ein loser Ast bleibt im Lenkrad des Wagens stecken und macht das Lenkrad unbeweglich. Das ist doch nicht das Lenkrad, das ist doch die Achse. Aber gut, vielleicht liegt es auch noch ein bisschen an der Übersetzung. Lenkstange vielleicht, ich weiß es nicht, aber... Ordne die Reihenfolge. Okay, ich gehe mal schwer davon aus, ungesicherte Baumstämme fallen vom Anhänger. Baumstämme prallt gegen... Und das mit dem loser Ast bleibt im Lenkrad des Wagens. Hier 2 Baumstamm drauf, Lenkrad, und der sieht die Unfallstelle und fährt in den Baum. Glaube ich. Erfolg, alles klar. Aristo Fiorentini. Aristo hatte sehr viel Glück, denn der Ast, der seine Brust durchbohrte, verfehlte seine Lunge. Dies und deine sofortige Hilfe stellen sicher, dass der Wunden trotz einer geringfügigen Infektion in relativ kurzer Zeit erhalten. Innerhalb weniger Wochen kehrte Aristo zu seiner Arbeit zurück. Der Unfall bleibt seitdem nur eine kleine Episode in seinem Leben. Huh, alles klar. Wir haben Aristo gerettet. Sehr gut, ey. Ippolito ist leider verstorben. Der Baumstamm, der auf sein Auto fiel, tötete ihn sofort, ja. Und auch den oder die Beifahrer, genau wie
wie ihr Ehemann starb, Rufina in dem Moment. Das ist schon heftig so. Also, das ist sehr, sehr heftig. Auch wenn das wirklich nur so ein Computerspiel ist. Auch die Musik dazu, okay. Aber wir haben noch eine Person gerettet, und zwar die Otavia. Trotz nur geringfügiger Verletzungen litt Otavia stark unter dem Unfall. In dem Moment, als sie wieder zu sich kam, gab sie sich selbst die Schuld, nachdem sie auf den zukommenden Auto nicht aus dem Weg ging. Achso, weil sie hinten draufgefahren ist vielleicht. Hat sie sogar die Person davon noch... Ja, puh. Die Erinnerungen an diesen Unfall bleiben noch lange in Erinnerung, was zum Panikattacken und anderen PTBS-ähnlichen Symptomen führte. Was sind denn PTBS-ähnliche Symptome, Leute? Schreibt es mir in die Kommentare, ich weiß es nicht. Trotz umfangreicher Therapie war sie nie mehr sicher genug, um wieder als Fahrerin, ja, krass, in ein Auto zu steigen. Das ist heftig, ey. Oh, jetzt sehen wir den Unfall, oder was? Was, Alter? Was? Ach, der hat das Lenken verhindert. Heftig, Alter. Und genau da war keine Leitplanke, ey. Das mit dem Szenario jetzt am Ende ist echt heftig. Also jetzt, ich will nicht meckern, die Framerate von dem Video ist ein bisschen kacke, aber... Dann sehen wir am Ende nochmal den direkten Unfall, so, ey. Wow. Puh, Leute, das war da. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr mehr Lust habt auf dieses Spiel. Ich für meinen Teil muss sagen, ich finde es super positiv, weil man wirklich viel mitnimmt. Auf der anderen Seite ist es auch doch ziemlich erschreckend zu sehen. Das ist intensiv. Das hätte ich nicht gedacht. Bedanke mich trotzdem fürs Reinschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut auch mal im Discord vorbei. Würde mich tierisch freuen. Link ist in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn ihr Bock drauf habt, bei Exidan. Ich bin raus. Macht's gut. Euer Ralf. Huja! Wolltet ihr schon immer mal auf einen geilen Discord-Server mit über 3000 Mitgliedern? Supergeile Kategorien. Richtig viel los. Kommt vorbei. Link hier in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf euch. I'm gonna go to the bathroom.